Hallo Elektronikfreunde, das kennt sicherlich jeder. Man hat hier irgendwelche Drahtspulen oder Litze hier aufgewickelt auf so einer Spule und man hat die verwendet und jetzt will man die wieder in Ordnung bringen, also fixieren. Und dann kann man natürlich Folgendes machen, man kann es irgendwie ankleben. Wenn man das nicht hat, geht es natürlich nicht. Es gibt Drahtspulen, die haben hier so eine Fixierung. Und wenn man das dann hier aufwickelt, dann kann es sein, dass es nicht passt, weil der... Also hier so zum Beispiel, dann geht es wieder raus. Also irgendwie ist das nervig. Also da muss irgendwas anderes her. Und der Trick ist ganz einfach. Wenn man jetzt hier so eine Drahtspule hat, dann wickelt man natürlich die erstmal so weit auf, wie es geht. Und dann macht man Folgendes. Also hier fast aufgewickelt. Ich habe jetzt also hier das Ende. Und jetzt geht man mit dem Ende hier, hält es hier fest mit dem Finger. Geht hier zurück, soweit es notwendig ist, und dann, dann hakt man hier einfach das wieder ein. So, also ich habe das jetzt einmal zurück und dann hier auf der anderen Seite wieder einhaken, und so kann man das mit jedem machen. Bei Litze ist es etwas schwieriger, weil die nicht so starr ist, aber es geht auch. Also hier einfach so einhaken und dann hat man immer das Ende, was man braucht, und man kann das dann sehr ordentlich wieder irgendwo zurückstellen. Das war's, weiterhin viel Spaß und tschüss.